Das Tamron 70 bis 300 mm mit einer Offenblende von f4.5 bis f6.3. Ich habe das Ganze mal getestet und zwar ausnahmsweise nicht für das Sony E-Mount, sondern für das neue Nikon Z-Mount. Beziehungsweise das Mount ist nicht so neu, das Objektiv für dieses Mount ist aber neu. Was ich dazu zu sagen habe, erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video bei mir auf dem Kanal. Bei mir findet ihr Fotografie-Tipps und Tricks, über Informationen zur Kameratechnik und die Geschichte hinter den Bildern. Der ein oder andere, der dem Kanal schon ein bisschen länger folgt, weiß ja, dass ich eigentlich eher mit den Kameras da unterwegs bin, sprich mit Sony-Kameras. Aber ich schreibe zurzeit das Buch zur Nikon Z30, deswegen habe ich die Nikon Z30 auch noch da. Und das passte super, denn Tamron hat mich angeschrieben vor kurzem und gesagt, hier, wie schaut's aus, Tobi, möchtest du das 70 bis 300 für Z-Mount mal testen? Haben wir jetzt neu auf den Markt gebracht. Dann habe ich gesagt, klar, passt, nehme ich. Machen wir das Video hier entsprechend dazu. Und deswegen ist das Objektiv jetzt hier bei mir und dann machen wir die Gegenlichtblende ab. Und da sehen wir schon, es ist ein sehr großes, sehr langes Objektiv. Es sieht aber sehr Tamron-typisch aus. Wir haben außen eine Kunststoffverkleidung. Das ist sehr üblich bei Tamron. Das fühlt sich alles sehr normal an. Wir haben einen 67 mm Filterdurchmesser vorne. Auch das ist ganz normal. Also wer schon mal ein Tamron-Objektiv aus der aktuellen Reihe in der Hand gehabt hat, der wird sich hier definitiv wohlfühlen und gleich zu Hause fühlen. Es ist alles so, wie man es gewöhnt ist. Die Ringe sind ein bisschen gummiert, damit man entsprechend hier die Bedienung ordentlich machen kann. Natürlich handelt es sich um ein Objektiv mit Autofokus, sprich wir haben hier hinten dran elektronische Kontakte und was wir auch haben, ist hier dieser kleine schwarze Ring, auch das Tamron typisch, nämlich eine ordentliche Wetterversiegelung. Und die habe ich bei anderen Objektiven auch schon mehrfach ordentlich getestet. Das beispielsweise jetzt das aktuellste, das 50 bis 400. Das hatte ich in einem ordentlichen Regenschauer mit dabei. Das ist schön nass geworden, ohne dass der Kamera oder dem Objektiv was passiert ist entsprechend hier. In Sachen Bedienung haben wir nicht allzu viel, denn ich mache es noch einfach kurz ab, damit ihr es auch entsprechend sehen könnt. Wir haben hier an diesem Objektiv nichts weiter dran. Es gibt kein Autofokus, manuell Fokus-Switch, es gibt keine Fokusbegrenzung oder irgend sowas. Ist an sich auch nicht weiter schlimm, brauche ich tatsächlich auch fast nicht, aber eine Sache hätte ich mir gewünscht, auch wenn man es bisher nicht wirklich braucht, und das ist irgendwie so ein kleiner Lockmechanismus, damit das Objektiv nicht hier alleine ausfahren kann. Es passiert nichts, ihr seht es, selbst wenn man das hier ordentlich schüttelt und ruckelt und macht, fährt es sich nicht einfach aus. Natürlich würde es sich einfahren, wenn wir es hier jetzt abstellen, ganz langsam. Eigentlich, es steht, ihr seht es. Es ist gut verarbeitet, deswegen braucht es diesen Lock-Switch nicht unbedingt, aber mit der Zeit wird das ein bisschen loser werden und da wäre es dann vielleicht schön, wenn man hier entsprechend diesen Lock-Switch gehabt hätte. Rein vom Fokussieren ist es sehr schön, sehr griffig. Wir haben nicht mal eine Viertelumdrehung von 70 bis 300. Der Widerstand ist nicht ganz gleichmäßig, aber es ist trotzdem sehr angenehm zum Arbeiten und man kann schnell hin und her fokussieren bzw. zoomen, wohin auch immer man möchte. Theoretisch hat man hier auch noch einen manuellen Fokusring, der ist sehr, sehr weich, kann man sich auch noch ein bisschen einstellen dann. Wir haben ja hier wieder den USB-C-Anschluss mit dran, den Tamron jetzt immer verbaut, leider immer noch nicht irgendwie mit einer Gummilippe drauf oder sowas. Es ist so ein USB-C-Anschluss, wie ihr ihn aus Handys kennt, sprich, der ist ordentlich vergütet gegen Wetter, Staub und hast du nicht gesehen, aber trotzdem hätte ich mir hier einfach gewünscht, weil man kann, dass da irgendwas drüber ist, weil man kann ja auch mal in einer staubigen Umgebung sein oder sowas oder Sand, Wüste, Meer, das Ding kann sich irgendwie zusetzen. Ja, Tamron vertraut darauf, dass es halt nicht passiert entsprechend, aber ich hätte mir trotzdem gewünscht, dass hier mal irgendwann etwas drankommt. Bin abgerutscht, der manuelle Fokus als solches ist okay, würde ich aber bei den Brennweiten wahrscheinlich fast nie nutzen und ich habe ihn tatsächlich auch in der Praxis so gut wie nicht genutzt. Der Autofokus ist sehr angenehm, scharf, also ein Autofokus als solches ist nicht scharf, der Autofokus als solches ist schnell. Wenn ich irgendwo draufklicke, ist es da und fertig. Da ist kein irgendwie Vor- und Zurückrudern oder Suchen oder Pumpen oder sowas, sondern es fokussiert sehr, sehr schnell und ist sofort auf den Punkt, finde ich sehr, sehr gut. Also außenrum Tamron typisch, die Verarbeitung ist super, die Bedienung ist auch toll, halt ohne jegliche Bedienelemente, aber trotzdem schön. Autofokus ist super, aber das Wichtigste sind natürlich die Bilder. Und da zeige ich euch ein paar Beispiele, die ich in den letzten Tagen und Wochen mit dem Objektiv gemacht habe. Viel Spaß!
Das waren die Beispielbilder. Was ist denn eure Meinung dazu? Schreibt das gerne mal unten in die Kommentare. Können wir uns gerne mal drüber austauschen. Ich persönlich finde, die Schärfe im Zentrum ist gut bis sehr gut. In den Ecken bleibt das Ganze auch auf dem Niveau. Sprich, hier hat Tamron wieder gute Arbeit geleistet und ein solides Objektiv auf die Beine gestellt. Der Sonnenstern bei 70 mm ist sehr schön. Bei 300 mm wird er dann so ein bisschen komisch. Aber ich denke mal, bei 300 mm wird man auch seltenst mit einem Blendenstern fotografieren. Das Chroma ist so gut wie nicht vorhanden. Sprich, da ist es sehr, sehr gut vergütet. Auch bei den Lensflares haben wir hier sehr wenig. Wenn man dann dazu noch die große Gegenlichtblende nutzt, dann wird das Ganze auch noch schöner. Bokeh, Tamron-typisch, finde ich jetzt auch nicht so verkehrt. Muss man mögen tatsächlich, es ist nicht für jeden was, aber ich finde persönlich, habe damit kein Problem. Deshalb hier mit der Bildqualität bin ich definitiv zufrieden. Kommen wir zum Fazit. 799 Euro, das ist der Preis, den Tamron dafür aufruft. Und ich persönlich finde, das ist ein sehr, sehr angemessener Preis für ein sehr, sehr tolles Objektiv. Kann man jetzt nicht irgendwie groß was meckern oder sowas. Bildqualität ist super, Bedienung ist auch toll, 799 Euro dafür ist völlig in Ordnung. Natürlich gibt es von Nikon selber noch ein 50 bis 250, das kostet die Hälfte. Ich habe das Objektiv natürlich noch nicht in Händen gehabt, denke aber mal, dass sich hier der Unterschied definitiv lohnen wird und der Griff zum 70 bis 300 ist hier definitiv was wert, schon alleine, weil ihr halt noch die 300 mm am langen Ende habt. Und zu guter Letzt hatte ich euch wie immer gefragt, ob ihr noch irgendwelche Fragen habt, ob ihr noch irgendwas wissen möchtet zu diesem Objektiv. Es sind 4 Kommentare gekommen, die würde ich einfach mal der Reihe nach kurz durchgehen. Das erste ist vom Robert Operkersch. Bezüglich der 70 bis 300 wäre für mich interessant, ein Bildvergleich. Gerne auch mit Angabe der Entfernung zum Motiv, wie der Unterschied von 70 zu 100 mm ist, also was da auf dem Bild noch zu sehen ist. Habe nämlich als Sigma 100 bis 400 mm gerade für Wildpark und ähnliches, sind die 100 mm teilweise einfach zu nah dran, sodass ich gerne weniger Brennweite untenrum hätte, ohne einen Haufen Objektive mitschleppen zu müssen. Sehr berechtigte Sache und tendenziell sagt man ja, je mehr man in den Weitwinkel kommt, desto relevanter wird jeder einzelne Millimeter. Fängt ein Objektiv mit 15 statt mit 16 mm an, sieht man das. Hört ein Objektiv mit 210 statt 200 mm auf, fällt das eigentlich nicht wirklich auf. Bei den 70 und bei den 100 mm ist es so ein Mittelding. Man sieht es schon, aber halt jetzt nicht so extrem. Ich werde einfach mal 2 Bilder überblenden. Da kannst du dir selber eine Meinung bilden, ob sich das Ganze für dich lohnt oder ob du sagst, nee, eigentlich lohnt das Ganze dann nicht. Ich persönlich würde aber wahrscheinlich, wenn es gerade in Richtung Wildlife geht, bei dem 100 bis 400 bleiben, weil du halt einfach trotzdem diese 100 mm mehr nochmal am langen Ende hast. Wie es jetzt mit der Offenblende ist, habe ich gar nicht im Kopf, aber da ist das Sigma ja, glaube ich, sehr, sehr ähnlich. Dafür aber natürlich auch deutlich größer und schwerer. Mia ist tatsächlich keine Frage. Ich glaube, die hat geschrieben, gute Frage, ich glaube, das Objektiv habe ich schon, es ist leicht, ziemlich scharf, das war mir am wichtigsten. Schön, wenn man dann nur glaubt, dass man das Objektiv hat, weil man den Überblick vielleicht verloren hat oder sowas. Nee, Spaß beiseite. Kann ich dir absolut zustimmen, es ist ziemlich scharf, es ist sehr, sehr leicht, also gerade hier an so einer leichten Kamera ist das ein Setup, mit dem man wirklich den ganzen Tag entspannt rumlaufen kann, ohne dass einem hier die Hand schwer wird und das ist ja gerade bei den kleinen Kameras heutzutage sicherlich vielen sehr, sehr wichtig. Von Tom Demuth, der würde gerne einen Vergleich zum Sony 70 bis 300 sehen, das habe ich leider nicht da, hat er richtig vorweggenommen. Rest das übliche, Schärfe, Bildqualität, Vignette, chromatische Aberrationen, Vignette haben wir nicht, zum Rest hatte ich schon was gesagt. Für solch ein Objektiv ist das Wichtigste die AF-Treffsicherheit und Schnelligkeit, besonders bei schnellen Objekten wie Vögeln und Co. Da bin ich in Summe sehr zufrieden, kommt dann auch gleich nochmal was. Und für Tamron üblich die Naheinstellgrenze. Die Naheinstellgrenze liegt bei 80 cm bis 1,5 m, von 70 mm bis zu den 300. Der Abbildungsmaßstab sind am Weitenende 1 zu 9,4, am Teleende 1 zu 5. Also sprich, verglichen mit den anderen Tamron-Objektiven sind wir hier nicht in so extremen Nahbereichen drin, aber trotzdem ist damit recht viel möglich. Und die letzte Sache, die kommt von MacBear. Schnelle Schwenker, dann Dauerfeuer auf Vogel oder Spotler für 2 bis 5 Sekunden, Batterie, AF-Verhalten, Zoom-Motor, Gefühl in der Hand, danke und Gruß. Schneller Schwenker und dann Dauerfeuer auf Vogel. Wenn der Fokus einmal sitzt, dann sitzt der Fokus. Ich werde jetzt hier auch mal kurz dann 2, 3 Bilder drüber blenden.
Zum Thema Batterie merkt man jetzt keinen Unterschied zu anderen Objektiven, ist aber auch eigentlich relativ normal. Das Autofokusverhalten, haben wir gerade schon mal gesagt, ist sehr, sehr gut. Zoom-Motor haben wir nicht in diesem Objektiv, das ist alles rein manuell. Ja, und damit wäre ich durch mit dem Video. Was ist eure Meinung dazu? Schreibt das, wie gesagt, gerne mal unten in die Kommentare, können wir uns gerne mal drüber austauschen. Ich wäre am liebsten dann am Ende. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Über ein Abo würde ich mich auch riesig freuen. Und wir sehen uns dann spätestens am Freitag wieder mit dem nächsten Video. Bis dahin, ciao.